Servus Leute, heute ist schon wieder für euch. Ich bin der Sascha und wie ihr seht, ich bin im Bang Squash. Das Ding gibt es auf SideQuest für $4,99, sprich in Euro 5 Euro paar kaputte. Und ich habe einen kostenlosen Zugang erhalten. Das Ding ist, glaube ich, letzte Woche dort erschienen. Und das ist ein Arkanoid in 3D, in VR, mit zwei so Pedals gleich in der Hand. Ich bin echt gespannt. Ich habe ja schon mal ein Arkanoid-Ding gezeigt, auf der Rift, glaube ich. Und das war nicht so der Kracher, weil das war ja wirklich so eher mehr oder weniger in 2D, ne? So ganz komisch, wo man den Pedal unten so gesteuert hat. Das war nicht so toll. Gut, ich stehe jetzt in diesem Menü. Das ist sehr, ja, ich sag mal, Indie-Style auf jeden Fall. Hier seht ihr die Controllerbelegung. Ihr könnt euch auch mit dem Analogstick drehen und auch mit dem Analogstick bewegen. Dann könnt ihr jederzeit ins Main-Menü zurück mit der B-Taste oder halt mit A oder X den Level direkt restarten. Und Oculus und Menü-Taste sind Systemmenü. Und Catch the Ball Mode, das weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung, ich glaube, da könnt ihr den Ball fangen, festhalten. Müssen wir uns mal angucken. Dann könnt ihr euch einen Account machen und euch dann auch einloggen, um wahrscheinlich dann in den Leaderboards aufzutauchen. So ist es einfach, ja, private, sage ich mal. Und ihr spielt nur für euch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Easy Level. Wir haben 10 Medium Level und wir haben 5 Hard Level. Also im ganzen 15 Level und von jedem 5, so rum. Ja, optisch. Es ist ja ein bisschen am Zuckeln, ein bisschen am Wuckeln, ist nicht ganz scharf, aber wie gesagt, ist ein Indie-Entwickler, der hat mir auch gesagt, es ist noch ein sehr früher Stadium von seinem Spiel hier, er arbeitet noch dran, er schraubt noch dran und da sollte ich nicht ganz so hart sein, bin ich ja dann auch nicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Easy-Menü, sage ich schon, ins Easy-Gameplay und zwar Level 1 Welcome und ich sag mal ab dafür. So, jetzt stehe ich hier in dem Menü, alles zuppelt, alles wuppelt, das liegt ja wahrscheinlich an meiner Aufnahme, als ich gerade gespielt habe, war es flüssig. So, ich kann mich mit dem linken Analogstick hier bewegen und ich kann mich mit dem rechten dann auch drehen. So, da sind die Klötze, wie man das aus Arkanoid kennt, da ist der Ball, hier sind die Schläger. Die Griffe sehen sogar gut aus und die Pedals selber, die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ich weiß noch nicht, hat was von großen eckigen Bratpfannen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich probiere das jetzt mal. Okay, da fliegt der Ball. Okay, den Ball habe ich, glaube ich, verkackeiert jetzt, ne? So. Was war das denn? Okay, ich habe schon einen neuen Ball. Gar nicht so einfach. Man möchte mal da hinlaufen, das geht aber nicht. Nicht gekriegt, okay. Weiter geht's. Wie viele Bälle habe ich noch? 7. Okay, ich dachte, der geht wieder zurück. Ach, scheiße. Ja, habt ihr gesehen, wenn ich jetzt hier im Menü, kann ich auch schon den Ball in die falsche Ecke drücken, schieben, schießen. Also das finde ich echt, also der titscht hier dran und dann fällt der trotzdem hier rein. Das finde ich ein bisschen blöde. Seht ihr das? Der ist so halb in der Wand, ne? Okay, wenn man das erstmal raus hat, diesen... Den habe ich doch berührt, oder nicht? Also die Abfrage ist, glaube ich, noch nicht so 100%, ne? So, diesmal haben wir ihn gekriegt. Komm her. Okay. So, so langsam geht's doch. Also die Wand hier ist schräg und deswegen kommt der Ball dann immer wieder zurück. Oder kommt wieder zu mir, also geht da nicht zurück. So wie jetzt. Seht ihr? Ja. Also die Abfrage ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Okay, aber ich löse das Ding, glaube ich, noch. Das kriegen wir noch hin. Habe ich es geschafft? Was, Game Over? Was ist denn jetzt passiert? Geht das auf Zeit?
Habe ich es nicht geschafft? Nein. Na komm, dann machen wir mal Level 2. So, Loading. Ich weiß nicht, warum ich jetzt verkackt habe. Okay, hier sind viel, viel mehr Würfel. Achso, weil ich wahrscheinlich alle Bälle verkackt habe, ne? So, jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen. Weil wenn der Ball kaputt geht, dann ist hier direkt ein neuer und man haut mit dem Pedal dann sofort den Ball kaputt. Ja? Ich kann dir schlecht erzählen, ich muss ein bisschen aufpassen, Leute. Also die goldenen zählen dann nicht, wenn ich den grünen durchlasse, hier diesen türkisen, ne? Aber es hat was, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht schlecht oder so. Nur da muss echt noch ein bisschen angefeilt werden. Also man merkt doch ein bisschen, dass es noch eine Art Beta-Status ist. So. Okay, ich habe ihn aber noch gekriegt, ne? Oder? Nee. So, jetzt ist der Ball weg. Jetzt kommt ein neuer. Wieso ist der so klein? So, auf geht's. Also das wünsche ich mir noch ein bisschen anders hier mit der schrägen Wand, weil man sieht den Ball nicht, wenn der auf einen so zukommt. Und vielleicht eine Vibration auf den Controller legen, wenn man den Ball getroffen hat. Ja? Also ich bekomme ja auch kein Feedback, wenn ich den Ball treffe mit dem Controller. Das vermisse ich auch noch so ein bisschen. Werde ich dem Entwickler aber gerne schreiben. So. Okay, den goldenen habe ich nie mehr gekriegt. Das finde ich so doof, dass der so halb in der Wand hängt, Leute, ehrlich. Warum habe ich den jetzt verkackt? So. Ja, also ich kann eigentlich auch nicht wirklich zielen, muss ich sagen, weil ich bin einfach nur froh, wenn ich den Ball kriege und der nicht ins Aus geht, ne? Was war das denn? War der jetzt weg? Wann ist denn der weg? Wenn der hinten dahinter mir die Wand trifft oder was? So. Also langsam geht's doch. Okay, die fallen auch ein bisschen um. Ja, und den, Leute, das gucke ich mir im Video nochmal an. Also der oben, da nimmt ja die nicht so wirklich. Also irgendwie sind die Hitpoints nicht so 100 pro. Was war das denn? Also das ist echt noch ein bisschen buggy. Da muss echt noch ein bisschen dran gefeilt werden. Also ist eigentlich hier mein größter Kritikpunkt ist das Trefferfeedback von dem Ball. Ganz ehrlich. Okay, die mit den Zahlen, seht ihr, müsst ihr öfter treffen, bis die dann kaputt gehen. Also den unteren muss ich noch zweimal treffen. Habe ich den jetzt noch erwischt? Also ich kann die Töne auch teilweise nicht zuordnen. Ob das jetzt gut war, schlecht war. So wie jetzt, ne? Das hört sich immer so an, so, ah, Ball verkackt. Okay. So, den einen noch zweimal, dann hätte ich den Level sogar geschafft. So. So, also wenn ihr natürlich genug Space habt zum selber laufen, macht das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß, weil ich mache das die ganze Zeit über die Analog-Sticks. Ah, shit. Jetzt versuche ich den echt mal zu treffen. Oder auch nicht. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich das Ding da zweimal getroffen habe. Seht ihr, also die oberen, die nimmt der wirklich nicht mit. Also irgendwas ist da nicht richtig. So, jetzt schlagen wir mal ein bisschen mehr nach da. Und ich habe direkt einen verkackt, ne? Ja, das ist also, das ist echt sehr suboptimal noch, das Ganze hier. Aber jetzt komm. Ach, gibt's doch gar nicht.
komm schon. So, jetzt habe ich den oberen auch mal gekriegt. Ja, die Musik muss man nicht drüber streiten, ob die gut ist oder nicht. Ja, ich wollte den eigentlich jetzt so, ne, dass der dann Zweierklotzer trifft. Aber ich treffe den Klotz nicht. Also, aber das ist ja so ein berühmtes Problem von Akanoid. Ne? Es bleibt immer ein Klotz stehen. Und da spielt man dann ewig dran rum, bis man ihn echt getroffen hat. Ja, ist jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen langweilig zum Zugucken. Aber jetzt komm. Jawohl, minus 1 sogar. Okay, ich habe ihn geschafft. Er schießt mit einem Lockt und zwei Bälle waren übrig. Ja, es ist alles noch sehr, sehr hakelig, muss ich sagen. Also da fehlt wirklich Feinschliff. Aber das Grundkonzept gefällt mir auf jeden Fall. So ein Akanoid habe ich mir immer gewünscht. Das nutzt dann VR auch wirklich mehr aus. Okay, es geht dann nur um Zeit, bis, wie man es gelöst hat. Es gibt keine Punkte. Komm, wir machen mal so einen Haken, ne? Level 15, bang. Darf ich den schon spielen, ja, ne? Ist der ausgewählt? Ah ja, da oben steht er. Komm, Leute, das probieren wir jetzt mal. Bang. Okay, ich habe wieder alles wie gehabt, 9 Bälle und ab dafür. Also, okay, man sieht den Ball jetzt auch gar nicht mehr so wirklich bei so vielen Klötzen. Das, seht ihr, Leute, der Ball war eigentlich drin. Also in meinem Pedal. Ja, und das geht gar nicht physikalisch. Also. Ja, also das. Also da müsst ihr echt noch bitte nachbessern. Okay, ich habe hier so ein. Mit der Grifftaste kann ich den festhalten. Ich probiere das jetzt mal. Ich halte einfach mal die Grifftaste fest. Dann gucken wir mal, was passiert. Okay, dann halte ich die Bälle wirklich fest. Okay, dann bleiben die hier so stehen, ne? Was war das denn? Okay. Ich probiere das jetzt nochmal. Und dann kann man ja besser zielen, ne? Wo ist denn der Ball? Ja, das war jetzt voll sinnig, da wir da gemacht haben. Okay, das geht. Mal muss ich den treffen da hinten. Ist doch nicht euer Ernst. So. Geh mal da auf. Okay, ich habe wieder irgendwas gelöst. Okay, also mit der Grifftaste kann ich diesen Ball stoppen. So. Ich weiß auch nicht, ob es was ausmacht, wenn ich fester hau. Ich probiere das mal, ob das dann schneller geht. Okay. Wieso habe ich den denn jetzt verhauen, Leute? Ist doch scheiße, ehrlich. So, der ist weg. Der ist auch weg. Das sieht gar nicht so schlecht aus, denn dafür, dass ich hier so einen Hack-Modus spiele. Leute, warum ist der jetzt weg? Das müsst ihr mir mal sagen. Also da funktioniert ganz definitiv irgendwas nicht. Wo ist der Ball? Den habe ich doch. Egal. So. Ach, nicht getroffen. Ja, das war wieder nix. Das war Gurke. Ah, jetzt sprung einmal Preise zurück, oder was? Okay, er geht durch die Säule. Habt ihr das gesehen? Also da muss echt ganz, ganz, ganz viel noch dran geschraubt werden. Aber Potenzial ist da, Leute. Auf jeden Fall.
Ah! Ein Ball noch. Also, man muss den auch echt nur berühren, dann schießt der schon. Also, ich brauche gar nicht schlagen, ich brauche eigentlich nur hinhalten. Also, es gibt, glaube ich, keine Schlagphysik hier in dem Ding. Wir probieren das mal. Ja, ich halte nur dran. Ich brauche echt nur dranhalten. Und Game Over. Also, ihr braucht gar nicht schlagen, ihr braucht einfach nur den Paddle da hinhalten. Das reicht dann auch schon. Vielleicht hätte ich dann so spielen sollen. Vielleicht geht es dann wirklich einfacher. Komm, dann machen wir noch Medium und ist das dann fertig. Machen wir mal den hier. Rock, Rock hört sich gut an, vielleicht ist die Musik ja auch ein bisschen rockig. Die Musik ist immer dieselbe, ne? Da wisst ihr auch, Leute, ich halte das jetzt einfach nur mal fest. Ich schlage nicht. Seht ihr das? Aber man braucht gar nicht schlagen. Wieso ist denn mein Ball jetzt weg? Mann, ey. So. Was soll das? Der ist... Also... Nee. Das ist echt ein bisschen frustig. Boing, boing, boing. Ist er weg, ne? Ja, ich mir vielleicht auch noch ein bisschen gewünscht hätte, wären verschiedene Szenarien von den Leveln, also optisch ein bisschen. Nee, also physikalisch schaut das hier nicht hin, Leute. Ich hab das hier. Leute, das ist. Ich sag da nichts mehr zu. Aber man macht das automatisch, wenn man sich aufregt. Was war? Das muss ich. Nee, ich wollte da nichts mehr zu sagen, ne? Verkackt, warum weiß ich nicht. Also auch verkackt, weiß ich nicht warum. Das muss ich nicht verstehen. Also das ist so, als würde der das nicht registrieren, dass ich den Ball treffe und den dann nach hinten schiebe. So kommt mir das schon fast vor. Ja. Aber ich habe da gerade noch was gesehen. Ich zeige mir das gleich nochmal. Warte mal. Wenn der Ball wieder hier ist. Ich habe irgendein Achievement unlocked, okay. So, passt mal auf, Leute. Also ich berühre den jetzt gar nicht mit dem Schläger leicht und dann geht der Ball schon los. Passt mal auf. Seht ihr das? Ja, und das ist dann halt die Physik, die stimmt nicht so ganz. Ja, das sind ja locker pff, ja, 10 cm, ne? Komm, wir gucken nochmal von oben. Vielleicht seht ihr das jetzt besser. Seht ihr das? So. Was sind das jetzt? 10 cm? Zack, und dann schon geht der Ball los, obwohl ich den ja gar nicht berührt habe mit diesem Paddle. Und deswegen wird wahrscheinlich auch diese ganze Physik nicht funktionieren, ne? Ja, ich bin wieder sehr kritisch, ich weiß, ne? Ich bin wieder sehr hart. Aber der Entwickler möchte ja auch Geld dafür sehen. Wenn das jetzt kostenlos wäre, dann würde ich ja sagen, alles gut, arbeite noch ein bisschen dran, ja? Aber so wirkt das leider ein bisschen unfertig. Und dann direkt Geld zu verlangen, das ist dann natürlich auch ein bisschen, ja, ihr wisst schon, ne? Aber mal schauen, wie das Ding sich entwickelt. Habt ihr das gesehen jetzt? Jetzt ist er nach hinten gesprungen, ne?
der letzte Ball, dann ist eh vorbei. Ja. Aber der Fehler kann natürlich entstehen, wenn ich jetzt schlagen möchte. Jetzt macht das jetzt weg, ist egal. Gut, ja, das soll dann auch lange, Leute, weil es ist ja im Grunde immer dasselbe, nur ein bisschen schwieriger mit mehr Klötzen oder mit mehr Nummern auf den Klötzen. Ja, ich bin eigentlich ja ein bisschen enttäuscht, ne, weil es wäre so viel drin gewesen und vielleicht ein bisschen mehr Feintuning, bevor er es rausgeschmissen hätte. Also was wünsche ich mir? Auf jeden Fall eine bessere Physik von den Schlägern und natürlich auch Feedback, weil ich habe echt nur Feedback, wenn ich da was treffe, nur diesen Ton. Und der Ton, der ist sogar noch irgendwie so als, ja, der hört sich falsch an, als hätte ich den Ball verkackt. Ja, das wünsche ich mir natürlich, dass es ein bisschen geändert wird. Dann natürlich, dass die Level vielleicht ein bisschen variieren optisch, ja. Weil immer das Gleiche ist, dann irgendwann auch ein bisschen träge für die Augen, ein bisschen langweilig. Ja, und vielleicht ein bisschen mehr Musikauswahl, ja. Ansonsten, das Grundgerüst ist da von dem Spiel, das ist echt nicht verkehrt. Das fühlt sich cool an, das ist wie so ein Arkanoid wirklich in VR, wie ich das mir mal gewünscht habe. Aber da muss echt noch, wie gesagt, ganz, ganz viel dran gearbeitet und geschraubt werden. Das Ding kostet derzeit 4,99 €, wer reingucken möchte. Aber ich muss sagen, für den Kurs würde ich erstmal noch ein bisschen abwarten, was dann Updates kommen. Ja? Das muss ich einfach so sagen, tut mir leid. Ich werde es dem Entwickler aber auch so schreiben. Gut, dann hoffe ich, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Und ja, lasst mir ein Däumchen da, ne? Würde ich mir riesig freuen. Wer noch kein Abo hat, darf natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Auch da würde ich mich riesig freuen. Und natürlich vergesst meinen Discord-Server nicht. Kommt gerne dazu, da findet ihr viele Gleichgesinnte. Gut, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao.